Lichtschwänzer. Heißt dieses Lied. Ja, Entschuldigung. Sie gehen in die Schule von Montag bis zum Donnerstag. Stunden fallen aus, sagt mal, woran das liegen mag. Geld, das ihr verschwendet, das ist für Lehrer wohl zu knapp. Für eure eigenen Konten zweigt ihr genug Milliarden ab. Mit allerhöchste Zeit, dass ihr, was nötig ist, erkennt. Ein Löschzug reicht allein nicht aus, wenn das Haus schon brennt. Mit allerhöchste Zeit, dass ihr vielleicht doch noch versteht, dass unsere letzte Chance noch was zu retten bald vergeht. Schüler protestieren, weil ihr nichts tut, weil nichts passiert. Ihr wollt nur, dass man Schule schwänzen strengstens sanktioniert. Kinder sollen lernen, doch sie haben längst kapiert. Gelernt, dass nichts getan wird, nichts geschieht, wenn nichts passiert. Deshalb wird in der Schulzeit demonstriert und protestiert. Sie werden freitags nicht zur Schule gehen, macht ihr nicht eure Pflicht. Dass ihr erkennbar mal was tut, bis dahin gehen sie nicht. Ihr zeigt unmissverständlich, eure Einsicht ist begrenzt. Ihr habt noch nichts begriffen, solange ihr eure Pflichten schwänzt. Wie lange wollt ihr warten, bis ihr endlich euch bewegt und euch nicht länger künstlich über Schulschwänzer erregt? Das Klima ist kein Partner, mit dem man noch verhandeln kann. Für vieles ist es schon zu spät, wann fangt ihr endlich an? Schüler protestieren, weil ihr nichts tut, weil nichts passiert. Ihr wollt nur, dass man Schule schwänzen strengstens sanktioniert. Kinder sollen lernen, doch sie haben längst kapiert. Gelernt, dass nichts getan wird, nichts geschieht, wenn nichts passiert. Deshalb wird in der Schulzeit demonstriert und protestiert. Ihr sagt, bevor ihr handeln könnt, braucht ihr erst ein Gesetz. Na dann macht, dass ihr eins hinbekommt, nicht morgen, sondern jetzt. Für lange Diskussionen ist doch nicht mehr länger Zeit. Habt ihr das nicht begriffen, dann seid ihr nicht gescheit. 5:12 ist längst vorüber und die Zeit läuft ab. Der Sekundenzeiger tickt, Tropfen fallen endlos herab. Das Fass läuft nun bald über, dann ist endgültig zu spät. Und unaufhaltsam die Natur aus dem Gleichgewicht gerät. Schüler protestieren, weil ihr nichts tut, weil nichts passiert. Ihr wollt nur, dass man Schule schwänzen strengstens sanktioniert. Kinder sollen lernen, doch sie haben längst kapiert. Gelernt, dass nichts getan wird, nichts geschieht, wenn nichts passiert. Deshalb wird in der Schulzeit demonstriert und protestiert.